Und damit war dann die Idee von den Lampen geboren. Dieses Hobby habe ich jetzt mittlerweile schon seit 2013. Da habe ich nämlich festgestellt, da habe ich einen alten Tisch da stehen gehabt und der war so hässlich und die Oberfläche vollkommen zerkratzt und halt auch überall Kränze und der war mir eigentlich doch zu schade, den wegzuwerfen. Und da habe ich gedacht, muss ich irgendwas machen mit. Und dann bin ich, Mosaik, da wäre doch eine Idee. Ja, und dann bin ich dann halt hier zum Baumarkt und habe mir dann erstmal hier ein paar ausgediente Fliesen geholt und habe die dann zerschlagen und habe diesen Tisch damit beklebt. Habe den dann verfugt und ja, und dann war die Begeisterung da. Es war einfach toll. Es war einfach eine ganz tolle Geschichte. Und allen, denen ich den auch gezeigt habe, den Tisch und wie er sich entwickelt hatte, ja, die waren alle total hin und weg. Mann, das sieht ja toll aus. Ja, und so ging das los. Und dann habe ich dann eben weiterhin erstmal Musterfliesen geholt, habe die Musterfliesen zerdeppert, habe mir alte kleine Möbel gekauft und habe die dann halt auch verschönert. Gestrichen teils auf shabby chic und so weiter. Und dann ging das eben halt alles so weiter und seinen Gang. So fing alles an und ging es weiter und dann ging das nachher los. Sommer kam und dann kamen dann die defekten Solarkugeln dann dran. Und dann habe ich dann meine eigenen Solarkugeln zu Dekokugeln umgestaltet und habe die dann so richtig schön bunt gemacht. Und dann war das einfach eine ganz tolle Geschichte. Und so ging das dann auch mit den Kugeln aus der Nachbarschaft, die ich dann ebenfalls beklebt habe. Und dann habe ich dann diese ganzen Dekokugeln habe ich dann zu Lampen, Mosaiklampen halt umfunktioniert. Ja, und da die Kugeln dann natürlich auch teuer sind und die Kugeln natürlich auch nicht immer zur Hand waren, kamen dann die Flaschen dran. Da muss man natürlich erstmal die Flaschen austrinken. War ganz wichtig. Hier zum Beispiel für Mehl oder Zucker oder sonstige Sachen. Und habe die gestaltet. Dann bin ich mal wieder zum Glascontainer, habe mir Sachen geholt, die eben nicht in die Löcher passten, habe diese Flaschen dann eben zum Beispiel aufgeschnitten oder eben andere Gegenstände, Spiegel habe ich beklebt oder auch hier zum Beispiel ein Bonbonglas, was ich jetzt gerade im Moment nicht sehe, das steht glaube ich im Wintergarten, habe ich also verschönert und ja, alles, was mir in die Hände fiel, wurde eben halt zu einem anderen Gegenstand, nützlichen Gegenstand. Auch diese Lampe hier, das ist eine meiner letzten, das ist zum Beispiel ein Gurkenglas. Das ist allerdings jetzt ein Kronleuchter, den habe ich auch noch mal verfeinert, den habe ich auch auseinandergenommen, habe den halt noch mal ein bisschen bunt gestrichen und somit hat er in meinen Augen wesentlich mehr Charme. An sich finde ich die Kronleuchter ziemlich langweilig, aber der hat dadurch jetzt eben halt, durch die Farbe hat er halt ein ganz anderes, einen ganz anderen Charakter und ja, gefällt mir halt. Also hier im Wintergarten habe ich jetzt halt Platz geschaffen und habe das so gestaltet oder gestalten lassen, dass ich da oben diese Ablageflächen besitze, um halt diese Kugeln zu stellen und auch zu hängen. Nachts geht das los. Da liege ich im Bett, wenn ich nicht schlafen kann, dann bin ich am Überlegen. Flaschen übereinander habe ich auch schon gemacht. Ich bin immer, bin immer irgendwie auf der Suche nach irgendetwas. Und irgendwann, wenn ich was sehe, dann ist das einfach so. Dann habe ich wieder was Neues und dann wird es in die Tat umgesetzt. Naja, also ich bin dazu gekommen, zu dem Hobby, aufgrund dessen, weil der Küchentisch war so ein Billigholztisch,
und so ein Landhausstil, Billigtisch, und der sah ganz fürchterlich aus und hatte 1000 Flecken und Kränze und Kratzer, und ich fand das ganz fürchterlich und eklig. Und dann habe ich mir gedacht, also du musst hier irgendwas mit dem Tisch machen. Wegschmeißen sehe ich gar nicht ein. Und dann habe ich dann halt die Fliesen gekauft und habe die Fliesen da drauf geklebt. Die Fensterbank existierte gar nicht. Das war also quasi gerade runter. War halt quasi nur eben so eine kleine, so eine Wange hier. Und da habe ich halt dieses Brett reingeklebt und habe die Fensterbank da gestaltet. Ebenfalls sind die Schränke hier hingekommen. Und dann habe ich halt hier auch auf den Schränken halt eine Platte installiert und die mit den Fliesen beklebt. Also wie gesagt, es gibt viele Leute, die sagen, jetzt hör doch mal auf damit, jetzt hast du doch genug. Nein, es ist für mich einfach Mission quasi. Und es beruhigt mich auch unheimlich. Das ist einfach so, um zu meditieren, wenn man da so vor sich hinarbeitet, etwas eben halt Neues gestaltet. Und wie gesagt, es ist immer wieder eine riesige Überraschung, was dabei rumkommt. Zwischendurch denkt man, na, das ist nicht so toll geworden und ach nee, und die Farben und hier und nee. Aber wenn es dann fertig ist, ist dann immer wieder also wirklich eine große Freude. Und ja, es ist wirklich, macht mich richtig glücklich, diese Sachen zu gestalten. In allen Farbvariationen, grün, blau, schwarz-weiß, grün und noch weitere unten drunter. Aber das sind nicht die einzigen, die ich habe. Hier sind zum Beispiel gelbe. Hier in der Schublade sind auch noch ganz viele. In blau, in rot, in lila, in schwarz-weiß, allen möglichen Farbtönen. Also orange. Da sind auch noch, da hinten liegen noch welche in Orange, hier sind blau wieder, lila, grün. Also alle Farben sind da, und dann entsprechend nehme ich halt die Fliesen, um die dann eben auf die Gegenstände zu bringen. Habe ich heute Morgen, habe ich die Elektrik da reingearbeitet. Ich habe also quasi dann schon den Verschluss genommen, der halt auch von der Solarlampe da war. Normal steht dann, ist das ja quasi dann hier unten eben halt der Stab und auch die Spitze, wo das dann halt in den Boden gesteckt wird. Und ich habe halt das Ganze natürlich jetzt abgenommen, habe da ein Loch reingebohrt und habe dann die Lampe in den Deckel montiert und verklebt. Und habe jetzt für die noch keinen Sockel. Die steht jetzt hier zwar in dem Blumentopf, aber der Blumentopf ist mir eigentlich zu schade, ist eigentlich ein Blumentopf, ne? Und jetzt muss ich noch gucken, dass ich die zum Stehen kriege. Muss ich mir wieder was einfallen lassen und muss sie zum Stehen bekommen, weil meine Nachbarin, die möchte die ins Fenster stellen, und dazu muss sie halt natürlich einen Fuß haben. So sieht sie im Moment aus. Grauselig, weil sie eben kitschig ist durch diese blauen und gelben Farben. Aber wenn die verfugt ist, hat die einen ganz anderen Charakter. Dann hat die, also das Ganze ist dann dunkel, sie ist also wesentlich dunkler an sich, und dadurch kriegt die einfach erst die Schönheit. Das ist ja wahrscheinlich grauen Fugenmörtel. Auch dieser Topf hier wartet ja auf die Fertigstellung. Und dann mache ich grauen Fugenmörtel und dann verfuge ich das Ganze. Dann stehe ich hier, muss dann das Ganze noch anföhnen, damit eben halt damit ich nicht alles abwische und damit auch das alles da drinnen bleibt in den Fugen. Und dann habe ich dann hier die Aufgabe, das Ganze erstmal wieder abzuwischen. Das ist also auch so eine Sache für sich. Aber wie gesagt, was dann dabei rumkommt, sieht einfach toll aus. In meinen Augen wenigstens. Und ja, und die Flasche, die möchte ich verschenken. Das ist auch eine Freundin, die im Krankenhaus liegt. Die
halt auch die Krebschemotherapie im Moment macht und die möchte ich ihr schenken. So als Licht auf dem Schreibtisch, auf dem Nachttisch und damit sie einfach so ein bisschen auch Freude hat. Hier kann man zum Beispiel meine kleine Toolbox sehen. Da gibt es also auch noch eine größere. Die Idee hatte ich vorletztes Jahr und zwar ist es eine Styroporbox, eine ganz normale Styroporbox, die man so bekommt, um Lebensmittel frisch zu halten, wenn man die da bestellt hat irgendwo. Und auch diese Box hat natürlich jetzt wieder die gleiche Funktion, aber sieht natürlich anders aus. Eben halt dann hier so ein Kühlakku rein und dann Gemüse oder Weintrauben oder egal was, kann man da eben halt dann den ganzen Tag frisch halten. Und die größere, da passte vielleicht sogar noch eine Torte rein. So im Sommer ist das immer ganz schön, wenn man dann noch so einen zusätzlichen Platz hat, wo man eben Sachen kühlen kann. Hier zum Beispiel ist auch eine meiner ersten Tische, die ich gemacht habe. Den habe ich mal gekauft für 20 Euro und der hatte hier unten gar keine Platte. Und da habe ich dann auch halt die Fliesen geholt, diese Musterstücke vom Baumarkt und habe die zerbrochen und habe den beklebt und habe dann halt auch diesen Tisch dann halt so hell gestrichen, also so auf shabby chic. Und ich habe natürlich auch viele Sachen schon weggegeben, also, aber so, das ist auch eine der schon älteren Schüsseln. Vor allen Dingen sind die teilweise so hässlich gewesen und nachher, na gut, das ist die Frage. Also ich finde sie schön, andere finden sie vielleicht hässlich, aber es ist halt alles eine Ansichtssache. Aber trotzdem hat sie jetzt einfach mehr, in meinen Augen, einfach mal wieder richtig eine schöne Funktion. Ja, der neueste Trend, den ich jetzt im Moment so drauf habe, ist eben Flaschen aufzuschneiden auch und nicht nur das untere Teil zu benutzen oder das obere Teil, sondern ich schneide sie auf und mache daraus Dosen. Und somit kann man also dann hier so ein paar Leckerchen verstecken, wo keiner auf die Idee kommt, dass sie in der Flasche sind. Die habe ich ja aus dem Garten geholt und die ist auch jetzt hier in so einer Flasche. Und ist halt mal eine Vase anderer Art. Oder hier ein kleines Licht, was ich jetzt im Moment nicht anmachen kann, aufgrund dessen, weil ich mein Feuerzeug nicht finde. Und das ist zum Beispiel so ein Thermoglas, die ich überhaupt nicht mag. Ich finde die ganz grässlich und wo so Cappuccino und so Geschichten drin getrunken werden. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz fürchterlich hässlicher Orchideentopf gewesen. Und den habe ich halt auch beklebt. Und dann gehen da irgendwelche Steine los. Oh, das ist ganz schrecklich. Alles ist nass und du musst den Stein da irgendwie wieder festkleben. Also solche Sachen passieren natürlich auch. Also es ist schon eine Sache, da muss man schon Muße haben. Und da muss man wirklich also, ja, schon Geduld haben. Das sind zum Beispiel jetzt hier größere Glasnuggets, das sind große Nuggets, die kann man natürlich eigentlich auch mehr oder weniger nur auf größeren Objekten nehmen. Wenn ich jetzt immer mal hier so eine kleine Dose nehme und will die da draufkleben, wird es schon schwierig. Und die großen Teile, die klebe ich auch in der Regel mit der Heißklebepistole feste. Also auch die gibt es ja auch so ganz große Steine, wie die da unten zum Beispiel, die da links in der Ecke da liegen. Das sind hier diese ganz dicken und die kann man also nur mit der Heißklebepistole, da hat man sonst keine Chance. Und hier schneidet man sich dann halt aus diesen Matten
schneidet man sich halt dann entsprechend die Steine oder nimmt nur also einzelne Farben. Man kann also auch schon mal 4 oder manchmal auch schon mal 9 oder je nachdem nehmen. Ne? Und dann muss man eben halt die da rausschneiden und muss die dann eben einzeln oder wie auch immer in Streifen auf die Objekte kleben. Hier zum Beispiel die Dose, die besteht aus lauter kleinen Quadraten, die da oder Stücke, die aus diesen Fliesen geschnitten sind. Hier habe ich dann hier eine Zange. Mit dieser Zange kann man die Fliesen nochmal schneiden. Und die kann man dann entsprechend groß gestalten und damit eben sich den Gegenstand bekleben. Dann haben wir hier, habe ich hier, es ist also so eine Geschichte, da habe ich mal einfach solche ganz kleinen Glas-Nuggets gekauft. Die sind an sich schon ganz bunt und total lustig. Und die kann man dann halt auch noch mitverarbeiten. Und dann haben wir hier zum Beispiel jetzt die Glasnuggets in der kleineren Form, die dann auch eben wie zum Beispiel auf dem Tablett hier unten verarbeitet sind. Ich denke mal, das ist nicht ungewöhnlich, dass ich das als Frau mache, aber es ist halt ungewöhnlich, denke ich mal, dass ich das in dieser Form mache. Und in dieser Art von Mosaik, so wie ich sie mache, wüsste ich niemanden, der das herstellt. Also ich komme aus Anshausen, ich bin hier geboren. Und zwar eben 1954 im September und bin mitten im Dorf geboren worden und habe die ersten 6 Jahre mitten im Dorf gelebt. Und dann haben wir hier oben am Hönig gebaut, meine Eltern. Und seitdem wohnte ich hier oben und bin aber dann auch mit 21 bin ich dann in Aachen gewesen. Bin 8,5 Jahre dann anschließend, nachdem ich 8,5 Jahre in Aachen war, bin ich dann 8,5 Jahre in Köln tätig gewesen als Fußpflegerin selbstständig und bin dann halt wieder ins Siegerland zurückgekommen, habe dann aufgrund meiner Rückenprobleme durch meinen Beruf als Fußpflegerin habe ich einfach ein neues Bett gesucht und habe das dringend nötig gehabt, weil ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Und bin dann auf das Wasserbett gestoßen und habe gesagt, so jetzt werde ich ein Wasserbettengeschäft aufmachen. Und habe dann mit viel Mühe und ja, das war eine große Anstrengung, habe ich einen kleinen Laden aufgemacht und war dann nachher auch in der Oberstadt mit dem Wasserbettengeschäft. Und dann wurde aber dann eben die Oberstadt toter und toter und die City-Galerie hat eben halt ganz vieles an, ja, an Aufschwung da oben in der Oberstadt weggenommen. Und dann habe ich letzten Endes dann auch 2005 habe ich den Laden dann geschlossen, Ende 2005, und habe dann eben zu Hause hier mich um meine Eltern gekümmert, die halt auch eben älter wurden und auch pflegebedürftig und habe auch immer überlegt, dass ich vielleicht nochmal irgendwie ein neues Geschäft aufmache, aber es ist ja nicht so einfach, andere Leute Geld zu verdienen. Und von daher ist mir da eigentlich nie was Gescheites eingefallen. Aber ich habe meine Eltern eben gepflegt und meine Mutter starb. Und dann mein Vater war halt pflegebedürftig und er starb dann auch Anfang 2015. Und zwar am 1. Januar. Und dann habe ich hier vermietet und wohne hier weiterhin in diesem elterlichen Haus. Die tristen Zeiten werden halt immer größer in meinen Augen und das ist dann eben jetzt die Zeit, denke ich mal, einfach auch mal irgendwie ein bisschen umzudenken und die Farben und die Wärme von dem Licht zu genießen.
ich finde, dass man einfach mit solchen Sachen einfach sich das Leben schöner machen kann. Und da freue ich mich einfach drüber. Ich freue mich einfach über jedes bunte Licht und jede Lampe. Und wenn da jemand Spaß und Freude dran hat, da bin ich einfach glücklich. Das ist einfach für mich schon irgendwie so eine Mission. Weil ich denke, wenn man die Farben sieht und in den Farben kann man unheimlich viel erkennen. Es ist halt, ganz viel Kraft kommt von diesem Licht und von den Farben. Und da kann jeder Mensch eigentlich von profitieren. Und ja, es ist eigentlich schön, wenn man da sich dran verlieren kann. Ich denke mal, dass die Farben über die Menschen ganz viel aussagen. Ich glaube, dass jemand, der keine Farben mag, glaube ich, auch irgendwo teilweise ziemlich... Ja, irgendwo auch ein Problem oder Probleme hat irgendwie psychischer Natur. Irgendwie eine bestimmte Kälte oder eben halt vielleicht auch so eine Langeweile. Ich denke mal schon, dass da eine ganze Menge hintersteckt. Und ich denke, wenn jemand farbenfroh ist und Farben liebt, dann liebt er auch wirklich das Leben. Also für mich ist der Sinn im Leben, dass ich irgendwo mich selber glücklich und zufrieden mache und dadurch kann ich auch andere Menschen eben zufriedenstellen. Ne? Also ich versuche immer irgendwo Positives zu geben und irgendwo auch Positives zu sehen. Ich bin zwar ein ziemlicher Realist eigentlich, aber ich habe irgendwie so dazugelernt in meinem Leben, dass eben halt sowieso alles vergänglich ist und dass man die Zeit wirklich nutzen sollte und jede Sekunde und jede Minute und jeder Tag wirklich zählt und dass man einfach wirklich ganz viel Positives sehen sollte, anstatt immer dieses Negative in den Vordergrund zu stellen. Immer alles ist halb leer, das Glas ist halb leer, ist alles doof, andere sind blöd. Nee, das ist einfach nicht so. Ich denke, dass ganz vieles in einem selber schlummert und man sollte einfach mal wirklich bei seiner eigenen Türe kehren und man sollte einfach auch die Dinge irgendwie nicht versuchen, eben so zu verkehrt zu sehen, um sich die zunutze zu machen, sondern man sollte schon realistisch bleiben. Aber in dem Realismus ist da einfach auch ganz viel Positives. Und ich denke, dass man eben, egal wie alt man ist, das ist schön gesagt, aber ich denke, dass jeder Tag einfach zählt. Und wenn dann eben irgendwann die Stunde schlägt, wo man dann gehen muss, dann sollte man sich einfach sagen, ich habe einfach das Beste aus meiner Zeit gemacht. Also ich bin mit Sicherheit irgendwo ein sehr fantasievoller Mensch, sehr kreativ. Ich habe immer 1000 Ideen im Kopf. Ich habe immer Visionen. Ich sehe, ja, irgendwie bin ich eigentlich ein bisschen verrückt. Aber ich gefalle mir eigentlich ganz gut und bin eigentlich, denke ich mal, immer ja, daran interessiert, irgendwie das Beste aus allem zu machen. Und ich bin natürlich auch ein realistischer Mensch und ich bin auch materiell. Aber ich denke mal, wenn man eben halt materiell denkt, kann man auch für andere materiell denken. Es ist nicht nur so, dass man einfach nur seinen eigenen Nutzen draus ziehen sollte. Und je mehr man eben für andere noch tun kann, umso besser. Hallo, ich bin die Annette Klöckner. Ich komme aus Anzhausen und meine große Leidenschaft und mein Hobby ist Mosaik.